Gehe ich nach Gallien, treffe ich auf dich. Gehe ich nach Ägypten, wirfst du mir Knüppel zwischen die Beine. Jetzt hinderst du mich daran, Britannien zu überfallen. Anscheinend hast du vor, mir das Leben zu vermiesen. Weißt du, Julius, so ist das nun mal. Das sind die Abenteuer von Asterix und nicht die von Caesar. Die Abenteuer von Asterix? Oh, klasse, wir segeln nach Britannien. Dort haben sie ganz frische Römer. Beim Teutates. Die zwei bekanntesten Gallier, Asterix und Obelix, kehren auf die Leinwand zurück. Das Comic-Duo erlebt in Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät ihr erstes 3D-Kinoabenteuer. Wer hat auch davon getrunken? Die französische Abenteuerkomödie entstand unter der Regie von Laurent Tirard. Eigentlich darf ich das nicht, weil ich als kleines Kind da reingefallen bin. Die vierte Realverfilmung der berühmten Asterix-Comics basiert auf den beiden Alben Asterix und die Briten und Asterix und die Normannen. Hierher! Gut, wir nehmen alle mit. Die Auslese machen wir später. Obelix, hilf mal! Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe nur probiert. Ein ganz kleines bisschen und. Mittels äußerst unfairer Methoden hat dieser Herr Caesar drei Viertel unserer Armee ausgelöscht, Majestät. Seid doch mal still, Sweeties. Aber alle freien Männer, die dieses Land noch hat, stehen zu Diensten unter den Kämpfen bis zum Umfallen. Nachdem der römische Kaiser Julius Caesar es leid geworden ist, seine Truppen im Kampf um das Dorf der überstarken Gallier zu vergeuden, plant er einen Feldzug nach Britannien. An diesen angreifenden römischen Legionen. Nun, es gibt da ein Dorf, das vollbracht hat diese Heldentat, Eure Majestät. Ist das wahr? Jawohl. Die britische Königin sendet daraufhin ihren Berater ins ominöse Dorf unserer Freunde, um dort Hilfe zu holen. Sofern Eure Majestät einverstanden ist, schlage ich vor, dorthin selbst zu gehen und zu erbitten Hilfe. Das ist ja eine ganz reizende, herrliche Idee. Tefax, darf ich fragen, wo dieses bemerkenswerte Dorf liegt? Wie bitte? In Gallien, Majestät. Ihr habt tatsächlich vor, die Gallier um Hilfe zu bitten? Ich frage mich, ob es nicht vorzuziehen wäre, uns erobern zu lassen. Asterix und Obelix lassen sich nicht zweimal bitten. Sie machen sich mit dem kleinen Begleiter Idefix und einem Fass Zaubertrank auf, um ihre britischen Freunde zu unterstützen. Augenblick. Das ist ja aus der Steinzeit. Ist das wahr? Es gilt nur noch der neue, in gehärteter Ausgabe, mit Marmorgravur, fälschungssicher. Mit dem alten wurde zu viel beschissen. Und natürlich wollen sie den Römern auch wieder einmal kräftig eins auf die Mütze geben. Sprecht ihr etwa von mir? Jetzt ist der Moment gekommen, wo du kosten darfst. Hey, wartet Danke mal, was soll denn das? Sekunde, wir sind gleich wieder bei dir. Graut vor nix. Dabei soll sie der verwöhnte Neffe ihres Dorfhäuptlings Majestix begleiten. Darf ich anfangen? Anfangen womit? Ein paar Ohrfeigen zu verteilen. Aber Obelix, Majestix hat uns seinen Neffen Graut vor nix anvertraut, damit wir uns um ihn kümmern sollen. Damit er ein richtiger Mann wird, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie wir einen Mann aus ihm machen sollen, ohne eine Tracht Prügel. Obelix, diese Methoden sind längst überholt. Geduld, Pädagogik, Begleitung des jungen Menschen, liebevolle Hinweise, das sind die Werte, die wir vermitteln wollen. Nur so wird aus ihm ein verantwortungsvoller, gefestigter junger Mann. Heißt das jetzt Prügel, ja oder nein? Nein. Morgen graut vor nix, auf dem Lande steht man früh auf. Ey Mann, ich komme aus Lutetia, da geht man um diese Zeit in die Kiste. Jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt, ich bin hundemüde. Das war Pädagogik. Ich habe seinen Willen respektiert und ihn nicht geschlagen. Er wollte nicht aufstehen, da hat sich sein Bett bewegt. Ihr seid voll krank! Uns macht das auch keinen Spaß, aber es ist zu deinem Besten. Doch dieser wird von Normannen entführt und es beginnt eine rasante Verfolgungsjagd nach Britannien. Mr. Hearn ist nicht viel auf, auch wenn Ihre Anwesenheit bei uns nicht unbedingt aus reinen Stücken erfolgt ist. Sollten Sie wissen, dass wir Ihnen den Aufenthalt hier so angenehm wie nur irgend möglich gestalten möchten. Deshalb zögern Sie nicht, uns anzusprechen und um einen Gefallen zu bitten, egal worum es sich handeln mag. Sie wollen vielleicht, dass ich Ihnen geben was? Was zu saufen? Ich fürchte, ich habe ein Wort nicht richtig verstanden. Zu saufen? Will was zu saufen haben? So viele Mistakes. In einer einzigen Satz.
Fangen wir an. Zuerst einmal, man will nichts. Man hofft darauf, eventuell wünscht man sich etwas. Und zweitens sind wir Briten darauf bedacht, uns im allgemeinen Gespräch zu sitzen. Und drittens und schlussendlich ist es üblich, einen Wunsch mit einer Höflichkeitsformel zu begleiten, um beim Gegenüber ein gewisses Wohlwollen zu erreichen. Das ist eine heimische Wildschwein, gedunstet mit einer Pfefferminzsoße. Delicious. Die zwei Hauptfiguren, Asterix und Obelix, werden von den zwei französischen Schauspielern Edouard Baer und Gérard Depardieu gespielt. Gérard Depardieu ist erneut der kräftige Obelix. Aber wir suchen Gallier, die heimlich auf diesem Kontinent gelandet sind. Edouard Baer, der schon in der zweiten Realverfilmung Asterix und Obelix, Mission Kleopatra, die Rolle des Asterix spielte, schlüpft erneut in die Rolle des kleinen Galliers. Name, Vorname, Beschäftigung, Wohnort. Aber selbstverständlich. Wir sind britische Händler und sind gerade geschäftlich unterwegs. Darf ich vorstellen? T-Fax. Und da drüben haben wir Asterix. Guten Abend. Da Obelix. Guten Abend. Nein, guten Abend. Guten Abend. Einen Moment bitte, ja? Es heißt guten Abend. Guten Abend. Nein, doch nicht so. Guten Abend. Mit Betonung auf dem A. Guten Abend. Genau. Na endlich. Und mein Neffe, er heißt Hören mit Klacks. Er ist der Sturm, der arme Junge. Soldaten, durchsucht diese Taverne. Guten Appetit allerseits. Danke. Es ist mir ein Rätsel, wie ihr Briten das essen könnt. Absolut eklig. Alles sauber, Decurio. Guten Abend, Herrschaften. Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät. Die vierte Realverfilmung des wohl stärksten und bekanntesten Comic-Duos der Geschichte überzeugt durch seine passende Besetzung und amüsante Computereffekte, wie zum Beispiel durch die Luft fliegende Römer. Guten Abend. Nein, einen kleinen Moment mal. Für die Kombination der beiden genannten Comic-Vorlagen zu einem Film wurden allerdings einige Details verändert. Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät empfiehlt sich auf jeden Fall für alle Fans des starken Gallier-Duos. Jetzt im Kino.